So, willkommen zum Minecraft Explorer. Ja, ich bin schon wieder hier und ich habe mir auch ein paar Eimer gemacht, habe das Gravel kurz weggehauen. So, und ja, ich habe eine Eimer gemacht, nicht einmal geholt. War dann zu faul, doch zu weit zu gehen. So, und ja, wieso mache ich das jetzt? Gute Frage. Um die Übersicht zu haben, wie groß das ist. Hey! Nein, ich will. What the heck? Warte mal kurz. Wollte sie gerade sagen, dort so hinzubauen, wo ich denke, dass da relativ cool ist, dass man ein Gebirge hat hier in der Nähe, wo man das hinwagen könnte. Ist auch nicht so schlecht da die Ecke. Aber irgendwie hat mir gerade das da angetan. Hör kann ich leider nicht. Ich bin auch gerade mit Spaten ein bisschen hier ruinieren. So, die Ecke da. Besser. Genau, die Ecke da hinten. Also, na gut, ich hätte eigentlich noch ein bisschen größeren Berg mir erhofft. Sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn man einen Berg hat und der nicht so groß ist. Und man Staudamm drauf baut. So. Relativ groß und relativ flach oben müsste der sein. An den Ecken können wir mal noch ausbessern, müssen eh dann Cobblestone hinhauen. Sonst sieht es nicht groß nach sowas aus, was ich mir erhofft habe. Wait a second, please. What I see here? What catch my eyes? Da kommen wir zurück zu alten Gebilden, die wir ja kennen. Das erinnert mich an was. Oh, nicht an Liebe. Nein. Schon wieder ein Lied. Falls es jemand kennt, weil Minecraft schon wieder so stumm ist mit seinen Liedern hier. Yeah. Or not. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht. Das ist hier die Frage. Da oben weiß ich, dass es eigentlich relativ flach sein müsste hier auf dem Berg. Bräuchte ich auch so eine flache Kante. Jetzt bräuchte ich diesen Grafik, den Bug, den er hier, immer dieser Weltenbug, der damals durch die Einführung der Biome entstanden ist. Den bräuchte ich jetzt. Ach, und wir haben unseren Baumhaus, ist ja auch da, stimmt ja. Mann, 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 Mann. Ich weiß ja noch, den wollten wir bauen und das war der Grund, wieso wir eine Monsterfalle dann gebaut haben. Weil wir dann Bäume haben wollten, Knochenmehl. Jetzt haben wir Knochen, aber kein Knochenmehl und die Knochen haben wir auch nicht bei mir. Die haben wir das Schwein drinnen mal gefangen. Coolerweise. Weil wir so cool sind hier. Jetzt müssen wir schauen. Irgendwie siehst du bedeppert aus, Junge. Irgendwie. Ja, klar. Brauchst mir nicht nur sagen. Jetzt ist klar. Warte mal, hier haben wir eine richtig dicke, scharfe Kante. Hoha. Hoha. Kohle hier wieder. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, das ist so der Nachteil. Denn ich weiß, wir müssten das, wie gesagt, wenigstens aus zwei teilen. So ein Damm, so ein Staudamm. Erstmal natürlich eine erhöhte Position, wo Wasser ist. Und zweitens mal eine flache Position, wo Wasser hinlaufen könnte, ein Tal zum Beispiel. Und diese natürliche Umgebung will ich schon gerne so nächst wie möglich gerne haben. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich hier in der Nähe irgendwas baue. Sehen wir sogar noch die Hütte hier. Ich habe auch ewig nicht mehr gesehen. Ich selbst von innen lange nicht mehr. So. Da ist noch eine schwebende Insel. Das hat es damals so in sich gehabt, dass es schwebende Insel gab. Gut, passiert immer noch regelmäßig.
Ich bin so unzufrieden. Das kann doch nicht sein. Ich bin gerade mit der Landschaft ein bisschen unzufrieden. Ich überlege halt gerade über echt, wo ich bauen sollte. So einen riesigen Staudamm. Und euch nicht schon wieder folgenlang hier auftuddeln will. Schön ist natürlich, wir machen mal unseren Namen hier gerecht. Minecraft Explorer, wir exploren mal wieder was. Ja, hier war. Wir bauen hier rein. Ey. Das ist schon mal ein Loch für Staudamm. Tief genug ist es. Ah! Obwohl, so dumm ist die Idee gar nicht. Da müsste ich mal. Könnte ich von der anderen Seite das aufbauen. Wir müssten nur die oberste Fläche nochmal kurz mit Erde vollstopfen. Damit wir einen guten Fluss nach unten haben mit Wasser. Das könnten wir gut hinbekommen. Und dann können wir in eine beliebige Richtung das Wasser rauslassen. Am besten in die Richtung Meer. Richtung Meer. Ha. Oder Richtung Magierturm haben wir auch als Variante. Ich muss mal kurz den Baum hier abfällen mit meiner puren Faust der Macht. Yeah. Muss mich schon mal einstimmen. Also in die Richtung wäre schwachsinnig. Zu flach. Aber hier könnte man machen. Müssen wir das nochmal kurz hier ein bisschen plätten und. Ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Höhe, würde ich sagen. Müssen wir das optisch noch ein bisschen verändern. Das war hier so die Kante. Da guckt Wasser lang und hier oben haben wir Wasser drin und sonst ist alles cool, würde ich sagen. Dann ist alles cool. Gut, dann holen wir uns mal Erde und eine Spitzhacke. Und einen Spaten. Hey, du Spaten! Wie geht's dir, Alter? Habe ich schon gesagt, dass ich in letzter Zeit viel Code Mirror mitbekomme? Kennen bestimmt einige auch von euch. Der kalte Spiegel. Mit. Wo sie immer die ganzen Harry Potter Verarsche hat. Mit Fresh D. Falls ihr ihn kennt. Dumbledore, der olle Rapper. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ist sehr witzig, sehr amüsant. Und deswegen habe ich gerade unbewusst diese Stimme nachgemacht. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen. So, mal nehmen. Ich glaube, das hätte. Yeah. Zurück. Ich bin so unentschlossen. Ja, zurück beeilen, nehme ich mir viel ein. Wir müssen es eh dort ebnen, die Fläche. Ich glaube, die Fläche, die ich da einebnen werde, die wird mir genug Ressourcen geben, damit ich dann auch den Staudamm da hin platzieren kann, damit ich eine gerade Fläche habe. Dann wird wahrscheinlich keinerlei Probleme führen. So. Also dann nochmal hier hoch. Und ab in den Wasserspucknapf, der dann entsteht da hinten. Und dann haben wir wieder was hier in der Nähe, was alles so ein bisschen wieder miteinander verbindet. Das finde ich toll. So. Kinnipix. Naja, eigentlich nur Pix. Kinnipix. So, wo haben wir denn unseren Spucknapf des Tages? Der müsste doch hier irgendwo sein. Ja, hier haben wir doch. Hier haben wir es doch. Hier haben wir noch einen nervigen Baum, den haben wir auch noch hier. Hark. Baum weg! Baum weg! Von oben nach unten einen Baum fällen, so ist das doch richtig. Das ist der Weg des Holzmachers. Deswegen nicht des Holzfällers, sondern des Holzmachers. Der Holzfäller, der schlägt ja immer unten ein und bekommt das Holz. Der Holzmacher wiederum, dem ist es egal, den ist Gravitation egal. Der macht das einfach. So, jetzt müssen wir nur die Ebene finden, von der wir das auch starten. Nehmen wir die Ebene. Dann müssen wir es hier so füllen oder die Ebene da drunter. Nehmen wir erstmal die Ebene hier. Ich darf einer dann überlegen. Dürfen wir nicht, nur nicht zu weit gehen. Bist schon wieder viel zu weit gekommen mit euren Äußerungen. Hallo, Berg. Hallo, Xenexi. Wenn wir schon wieder bei flachen alten Witzen sind. Wo der ist schon wieder Kult. Also so ähnlich. Ich
glaube, die meisten wissen, was das ist. Hoffe ich zumindest. So viel sollte euch noch in kulturellen Vielfalt geblieben sein. Was ich euch noch nicht weggedonnert habe mit diesen Minecraft-Folgen. Gerade wird's dunkel. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Denn ich habe Licht. Licht, was nicht sehr hell ist. So. Es geht echt immer hoch. Junge, Alter. Das kannst du nicht mit mir machen. Aber wisst ihr was? Ich habe nicht nur Licht. Nein. Ich habe auch Bett. Aber das ist da hinten. Es stört mich gerade ein bisschen, dass es so weit weg ist. Yeah! Ich nehme mein Bett mit! Yeah! Aua! Knochen gebrochen. Arsch zerbrochen. So. Bett. Ich will in mein Bett. 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 Müssen wir doch noch ein bisschen was ausschauen. Überleg auch gerade, wann das besser wäre. Ob man das, bevor man sozusagen Wasser hat oder nachdem man Wasser gemacht hat. Obwohl, dann müssen wir die ganze Zeit im Wasser drin sein. Das ist auch nicht cool. Das ist gar nicht cool, meine Lieben. Gar nicht cool. So, ich nehme mein Bett mit. Dann gehen wir wieder hoch. Von außen müssen wir das auch ein bisschen verändern. Da will ich nicht so eine normale Felswand haben, die so einfach optisch schön durch die Gegend ragt. Nein, ich will so eine statische umgebungsruinierende Betonwand haben. Die ist ja auch da. Ein paar Cobblestone sieht man ja hier. War das Experiment mit Lava? Ich habe keine Ahnung mehr. Schon wieder so viele Tage daher, wo ich das hingemacht habe. Oh, ich glaube, ich muss außen rumlaufen, um hochzukommen. Yeah, fall noch tiefer. Fall immer weiter. Jetzt sind wir schon wieder ganz weit unten. Nein! Ich brauche einen Teleporter. Ich meine, wenigstens eine Wasserbrücke machen könnte, mache ich jetzt auch gleich mal. Damit wir wenigstens schnell hoch und runter kommen können. Blub. Machen wir uns gleich eine unendliche Wasserquelle erstmal. Blub. Yeah, Mo. Schubs. Lass mich in Ruhe, du Kuh. Und das reimt sich, hey. So. Lass mich hier hoch. Lass mich doch einfach mal hier hoch. Quält mich doch nicht so. So. Genau. Und falls wir aus Versehen hier irgendwie runterfallen, in welche Ecke wäre es mit am besten angebracht? So, erstmal die unendliche Wasserquelle. Bevor ich nochmal runter muss, um mir Wasser zu holen. Kling. So. Da kommen wir wieder hoch. Von da aus. So, okay. Dann mal los hier. Weitermachen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ist aber nicht so viel. Ehrlich gesagt müsste es relativ fix gehen. Da viel Zuversicht. Vor allem, weil wir noch Spaten haben. Du Spaten, du Alter. Spaten. Und Stein haben wir hier auch noch. Wir müssen eh noch ein bisschen Stein abtragen. Also, die Schleuse an sich, die wird noch eine ganze Weile brauchen. Ich denke mal, da werde ich auch immer wieder hingehen und nicht die ganze Zeit jetzt dran arbeiten. Genauso wie ich da drüben nicht die ganze Zeit arbeiten werde. Aber, hier oben, denke ich mal, wird es relativ schnell fix zu Ende gehen. Müssen halt dann noch alles ausholen. Ausholen, nicht ausholen. Nicht zum Schlag ausholen oder so ein Schwachsinn, sondern ausholen. Rausholen, genau. So, wir können erstmal die Grenzen markieren. So, bis hierhin. Also hier nehmen wir alles mit.
was nicht nied- und nagelfest ist. Ich hab keine Axt dabei. Arrgh! Faust der Vergeltung! Faust der weiteren Vergeltung. Und dabei ein paar Erdblöcke weggeschmissen. Boing, 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 boing. Yeah. Na, wer kriegt schon Epilepsie? Gut. Ne, durch braune Farbe kriegt man, glaube ich, keine Epilepsie. Ist wieder so komisch hier. Ich dachte, es wäre kurzzeitig, dass es Nacht wird. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie weit das hier geht. Noch ein bisschen. Ganze Schritte genau weiß ich wiederum nicht. Sieht auch total natürlich aus, wenn hier auch so eine Abtrennung der Wand ist. Ne, ich werde es dann noch ein bisschen anpassen von der Höhe, damit es auch wirklich natürlich aussieht. Oh, maybe I found the end. Or maybe not. Das Ende wäre dann rein theoretisch. Hier würde ich es machen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder nicht zu weit baue. Ja, ich hau mit dem Spaten mal die Blätter weg. Die eh nur stören. So. Und wir müssen sogar noch eins tiefer. Aha. Ne, wir müssen noch mehr tiefer, oder? Das ist auf jeden Fall, denke ich mal. Aber das werden wir als nächste Folge erleben. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.